sagt, bei unten ist was los. Wir haben sie nicht festgelegt. Wir haben, glaube ich, auch nicht über Sexualleben geredet. Dann der Fünfer, es hat eine große Gefahr für die Brust, die linke Brust, für der Knüge. Und dann gibt es da was mit dem Magen, der hat dann das Dick beerdet. Warum hat er dann? Was natürlich, ja, noch im Raum steht, ist der dicke Allergie, gell? Das ist der Fall, wo sich der Dr. Konrad freut, wenn die Allergieteste alle positiv sind. Und da muss man, also da muss man Allergieteste machen, muss man die Autoimmunologie machen, muss man das Kernspin machen, dann weiß die wenigstens, was ihr das Zeug eingebracht hat. Gesund wird es dadurch natürlich nicht mehr. Der ist Bigarvereiter, da ist ein Amalgam noch unter dem Gold drin. Ach, da sehen Sie mal was ganz Lustiges. Da oben ist ein Gold, das ist ein sehr palladium, schwaches Gold, was man aus diesem weichen Spiegel da oben sieht. Und da ist dieses Gefleckte da unten, alles ist Amalgam. Und das hat die unter allen Zähnen. Und die hat sowohl eine Allergie auf Amalgam, als auch eine Allergie auf Gold. Und deswegen hat die auch die Immunknochen. Und die äußert sich sicher so im rheumatischen Bereich. Also das ist nach meiner Ansicht das Bild von einem dicken Rheumatiker. Wenn es schneller oder langsam geht, hört euch. 0,99. 0. Ein sehr schön saniertes Gebiss. Bei uns heißt das Morbus Ellen. Aber erstens einmal gibt es gewisse Heilungsstörungen und dann ist alles voll Allergie. Also diese Christine hat ihre Zähne nicht ohne Grund gezogen, weil die ganz dicke Allergie hat. Und das Allergen hängt halt immer noch ganz dick im Kiefer. Dr. Greger hat sich da immer leicht gemacht, der hat halt alles weggeschnitten. Gell. Der hat den ganzen Knochen weggesäbelt und dann war auch die Allergie weg. Aber, weil der hat keine Prothese. Aber weiß man immer nicht, ist Prothese wichtiger oder ist das Fehlen der Schmerzen wichtiger? Nein, wie alt ist denn die Kästchen? Ich weiß man nicht. Die macht auf mich einen relativ jungen Eindruck. Naja. Was halten Sie von Implantaten? Ja, ganz toll. Ist aber ist sehr gut. Also die Frage ist wirklich sehr gut, gell? Weil das liegt immer auf der Hand. Die hat also eine ganz, ganz dicke Metallallergie. Und es gibt eine Faustregel, wer eine Nickelallergie hat, hat in der Regel unterkriegt auf jedes Metall, das in den Körper reingekommen ist, auch eine Allergie. Also der kriegt eine Amalgamallergie, der kriegt eine Goldallergie, der kriegt eine Palladiumallergie, da kommt alles. Und da ist todsicher Titanallergie dabei. Todsicher. Also wir haben Leute, die nie ein Implantat im Mund hatten, hatten dann so 30% der Titanallergie. Mal gefahren heute am BMW und der BMW hat einen Titankatalysator. Und das ganzen Dreck immer von hinten einschnappst, dann darfst du das doch nicht im Mund tun. Und ein Metallallergiker darf natürlich keine Metallplatten im Körper kriegen, kein Metallhüfte. Diese Leute sind doch beschissen. Das macht eine Osteoporose langfristig. Ich meine, die Zähne weg sind nimmer geil. Da schlagt man dem Schicksal ein irres Schnippchen. Mein Vater hat gesagt, wer sich mit 50 alle Zähne ziehen lässt, ich habe mir das dann noch gemacht, den musst du mit 95 mit der Eisenstange erschlagen. Und so geht es dieser Christine. Die hat jetzt sicher noch, wenn ich das Bild betrachte, 5 Jahre Beschwerden mit diesem Metall dabei. Und die hat sicher Probleme mit der Prothese. Da kann sie der Eichhorn oder sonst welcher, der fleißig ist, irrsinnig ärgern, weil die muss halt das Zeug lang raus tun. Aber die wird wieder gesund. Und Metallallergiker, dem Frager, für die Frage bin ich wirklich dankbar, auch wenn alle gelacht haben, aber ich hätte sie vergessen, bitte schön ein Metallallergiker nie ein Metall zuführen. Ich meine, wenn es will, kann das machen. Und Metalloxide in Glaskeramik, wie sieht es damit aus? Die verdauen alle gerne.
Also, wir machen ja die Allergietests. Dr. Konrad macht das ja in meiner Praxis weiter. Und zu Gott will der Dr. Müller in Schopenhagen-Exlin, ist er da? Dr. Müller in Schießen, ist er da? Nicht. Ein schlechtes Sein. Macht er den Leuten doch nicht. Das haben sie für Arbeit. Machen alle diese Allergieteste und da lernt man was. Viel messen. Das ist zum Beispiel so anstrengend. Du hast es schon. Das hätte ich beinahe nochmal gesagt. 0,95. Ja, muss. Wenn man Sie haben gemeint, wenn das hinten rausstinkt, werden nur die anderen vergiftet. All die Autos sind so konstruiert, dass sie aus ihrem Auspuff immer einen gehörigen Anteil selber mitkriegen. Das ist so irgendwie das gleiche Unrecht für alle. Und ich finde das ja auch sehr sinnvoll, gell? Dadurch kommen ja die Allergiker nicht mehr zum Autofahren her. Aber die jetzigen BMWs haben es ja nicht mehr, die alten haben es. Ja, doch. Das ist einer von BMW immer, ja oder nein? Jetzt sagt er nichts mehr. Es war lange Zeit Geheimhaltung von BMW und jetzt, wo es alle wissen und wo die ganzen Niederbayern eine Titanallergie haben, jetzt darf man sie auch erfahren, dass es nicht mehr geht. Böse verhalten, wenn es weniger. Und da hängt eine Metallprothese dran, die sich aber diese Auguste selten reintut, weil hier der Metallspiegel relativ gering ist. Also da sieht man, dass hier der Metallspiegel viel breiter ist als auf der Seite hier. Ja, die paar Restleichen rauskommen. Und der Kieferprothese braucht man nicht. Ich habe es halt drin. Das wollen wir nicht zeigen, dass ich die auch habe. Aber normalerweise braucht man das nicht. Patienten Nummer 100. Der 100. Patient. Ah ja, der Mann, was ist denn ein Weiblein? Oh, Irmgard, pass auf deine rechten Busen auf. Das ist Formaldehyd in der Brust, das ist immer ungut. Macht anfangs Knoten und später wird der Knoten sehr ärgerlich. Und in zwei Brustzähnen ist das drin. Der 4 ist ein Rheumazahn, das ist ein Eiterherd. In dem Bereich. Der Eiter geht übrigens von dem Zahn bis da unten runter. Gerade ausgeräumt. Mei, und da hat es noch Blasenherd. Also sonst, wenn ich mit der Ellen zusammen bin, beschreibe ich diese Bilder immer viel deutlicher. Dann schreibe ich ihm Allergie. Ja, dicke Allergie. Der hat übrigens nichts im Hirn, was sehr erfreulich ist. Also nichts. Ja. Der Magenzahn, ist dick beerdet. Das, übrigens, da sieht man auch einen Candida. Wenn die Wurzel hier so ausgezogen ist, dann haben die immer einen Pilz, also wissen Sie ja, was sich der Pilz ansiedelt, dort wo man viel Mechanik macht, also Darmscheide und so, und Magen gibt es Ärger. Und daneben ist der Brustzahn verheiratet. Also, da ist viel los. Das ist ein echtes Risiko. Brust und natürlich Rheuma. Also, die mit Kreuz halte ich dann heraus. Und bei den anderen, da kann man sich noch ja, darüber streiten, was man macht. Die Nummer 101, das ist ihr Mo, der wird jetzt viel besser. Der braucht längst nicht so viel machen. Der hat hier was ganz Interessantes. Der hat hier unter dem Gold, das ist ein relativ gutes Gold, das ist ein weicher Spiegel da oben, der hat unter dem Gold Amalgam drin. Und ahnt es nicht. Das sind die Leute, die immer in den Mund reinschauen und sagen, ich habe kein Amalgam. Pustekuchen, das ist ein ganz typisches Amalgam. Da außen rum. Sieht man das eigentlich da noch? Und auch der Nachbarzahn hat viel Amalgam, also da ist ganz viel Amalgam drunter. Das ist ganz gemein, gell. Übrigens unter dem Zahn hier auch. Der ist dick veraltet. Also die 6 heraus, da schaut man in den Magen, Allergien,